Jo Leute, heute gibt es wieder die Battle News bei mir auf meinem Kanal. Das heißt, der Jim ist bei mir. Hi Jim, guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, es ist absolut passend. Ich bin mega unausgeschlafen. Ich sollte meinen Kanal umbenennen in Jim Unausgeschlafen Panse. Aber zum Glück ist es dieses Jahr, diese Woche ja auf deinem Channel. Das heißt, du hast die ganzen News heute rausgesucht. Zu Battlefield 4, der CTE eventuell und Battlefield 5 sowie halt heute auch mal wieder was zu Star Wars Battlefront. Okay. Genau, und ich starte jetzt mal mit Battlefield 4 und vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Jack Frax hat mal wieder ein Easter Egg entschlüsselt, was schon ein wenig länger bekannt ist, was jetzt aber wirklich halt entschlüsselt wurde sozusagen. Ich stelle euch das Ganze mal vor, falls das noch nicht mitbekommen habt. Er nennt das Ganze Terminator Reload und es geht dabei um die Merselect. Das ist ja dieses Art Sniper Rifle für die Sekundärwaffe sozusagen und da gibt es halt eine geheime Reload-Animation. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger bekannt, dass es diese Animation gibt, aber Jack hat jetzt halt herausgefunden, wie man das Ganze aktiviert. Und zwar muss man dazu einfach 3 Headshots mit der Merselect machen, ohne dabei zu sterben. Und das war schon. Dann kann man aus der Hüfte schießen und nachladen und dann kommt immer diese Special Reload Animation. Ich habe euch das natürlich auch mal in den Hintergrund gepackt. Ich habe das Ganze gestern mal aufgenommen, mit einem Kumpel einfach 3 Headshots gemacht. Und wenn man dann halt aus der Hüfte schießt und direkt danach nachlädt, dann kommt dieser komische oder diese coole Flick Animation. Ist ziemlich schwer zu beschreiben, aber ihr seht es ja auch selber. Das Ganze ist natürlich nicht dauerhaft aktiviert. Viele fragen das irgendwie bei Jack in den Kommentaren. Habe ich das dann immer? Nein, das hat man nicht immer. Wenn man irgendwie den Server wechselt, dann muss man das natürlich wieder machen. Das heißt, 3 Headshots in einem Leben erreichen. Das ist nicht ganz einfach mit der Waffe, wie ich finde. Und von daher könnt ihr es ruhig mit einem Kumpel machen. Das ist euch sicherlich keiner böse, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Und das war es dann auch schon zu Battlefield 4. Eigentlich eine ganz coole Sache, dass jetzt so lange nach dem Release des Spiels noch so ein Easter Egg wirklich bekannt wird und entschlüsselt wird. Coole Sache, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und Jim macht jetzt mal weiter mit Battlefield 5. Ja, es ist ja schon sehr erstaunlich. Ich meine, klar, Jack Frax ist natürlich der Mann für genau solche Sachen. Ja, genau. Aber man könnte natürlich, also böse Zungen könnten vielleicht sogar fragen, vielleicht hat er da solche Infos natürlich auch direkt von DICE gesteckt bekommen, sich mal in eine bestimmte Richtung dazu orientieren. Aber unterm Strich, ich finde es auch ziemlich sehr, sehr cool. So, Battlefield 5. Wir halten uns heute mal ziemlich zurück, was so die ganzen Leaks und so weiter angeht, obwohl wir auch da mal ganz kurz drüber sprechen müssen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, DICE sucht momentan nach Virtual Reality Entwicklern und vermutlich hauptsächlich für Battlefront. Aber es könnte natürlich auch auf VR-Unterstützung für Battlefield 5 hinweisen. Die Frage ist natürlich, wie gut kann man einen First-Person-Shooter, wie Battlefield nun mal einer ist, dann halt auch in der VR dann spielen, beziehungsweise wie wird das Ganze unterstützt und welches System wird dann unterstützt? Ist dann beispielsweise nur ein Controller-basiertes Spielgefühl dann irgendwie möglich oder wie beispielsweise bei der HTC Vive mit den eigenen Sticks, die man dann halt als Controller in der Hand hat? Das ist noch ein bisschen spannend, die Frage, wie das halt zu klären ist, beziehungsweise es umgesetzt wird. Sobald man da mehr weiß, können wir natürlich auch noch etwas mehr dazu sagen. Und es ist natürlich ein neuer angeblicher Leak im Umlauf. Ich finde es sehr witzig. Es bezieht sich allerdings jetzt gerade nur auf den eigentlichen Titel und zwar den Untertitel zu Battlefield 5. Das soll nämlich eventuell Vanguard heißen. Da ist ein Screenshot so aufgetaucht und das geht im Prinzip darum, dieses EA Play Event, diese Einladung, da steht halt drauf zum EA Play bzw. zu Vanguard, um da noch einen Playslot halt zuzubekommen. Es könnte sein, dass Vanguard nur ein Produktionstitel ist oder jetzt so ein vorläufiger Titel ist. Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass das Spiel wirklich im Endeffekt so heißen wird, aber es ist eine News und deshalb haben wir es hier einfach mal mit reingepackt. Dann genau. Die Systemanforderungen zu Mirror's Edge sind jetzt aufgetaucht bzw. veröffentlicht worden. Und Battlefield 5 wird dann dementsprechend ziemlich ähnlich ausfallen, von wegen gleicher Engine etc. bla bla. Es werden 16 GB Arbeitsspeicher und eine GTX 970 empfohlen, was jetzt nicht heißt, dass es natürlich darunter nicht laufen wird, sondern das sind die empfohlenen Settings. Und Minimum braucht man 6 GB RAM und eine 650 Ti. Also falls ihr eine schlechtere Grafikkarte habt oder weniger Arbeitsspeicher, dann könntet ihr mal so langsam drüber nachdenken, vielleicht doch mal das System ein ganz klein wenig zu upgraden. Und das genau, war's. Vor allen Dingen, wenn man es auf vernünftigen Settings spielen will, dann sind 16 GB RAM schon eine ganz schöne Hausnummer, finde ich. Oh ja. Die habe ich jetzt gerade mal aufgerüstet und das ist schon eine Menge, wie ich finde. Also ich denke nicht, dass das jeder hat. Hi. Ich mache jetzt nochmal kurz was zu Star Wars Battlefront und zwar ist da jetzt nicht so viel bekannt, aber immerhin ein paar Kleinigkeiten und zwar wird der nächste Patch wahrscheinlich Anfang Mai kommen. Es wird weitere neue kostenlose Starcards geben. Die erste ist jetzt auch schon erschienen. Dann werden kostenlose Offline-Inhalte kommen. Da sind die Details leider auch noch unbekannt. Und für den 4. Mai, das ist ja der Star Wars Tag,
be the Force oder May the Force be with you. da werden coole Events geplant und dazu gibt es auch noch keine Details. Also viele kleine Infos mit wenig Details, aber ich denke mal in den kommenden Wochen und Monaten werden wir da auf jeden Fall mehr zu erfahren. Und ich denke, das war es jetzt erstmal mit der Betty-News-Folge. Jim, hast du noch irgendwas ehrlich gesagt nicht. Also es ist, man merkt ja jetzt so langsam kommen ja jetzt so ein paar Sachen und es ist ja auch nicht mehr ganz so weit hin bis zum 12. Juni und ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere ein Informationshäppchen noch so auf uns einprasselt und ab dem 12. Juni, da wird es wahrscheinlich kein Halten mehr geben, denn ab dem Moment kann man davon ausgehen, dass die Hype Machinery jetzt hier zu Battlefield 5 nochmal so richtig hochfährt und spätestens ab dann geht es ja dann wieder so richtig mit dem ganzen Content los. Das denke ich auch. Und ich hoffe ganz ehrlich noch, dass bis dahin noch ein kleiner Teaser-Trailer zu BF5 kommt. Denn zu Titanfall wurde jetzt auch letzte Woche ein kleiner Teaser veröffentlicht. Und das ist deshalb auch möglich, weil Titanfall 2 soll ja im gleichen Termin dann vorgestellt werden. Und wenn die einen Teaser haben, dann finde ich, kann Battlefield 5 auch einen Teaser bekommen. Und ja, damit bin ich jetzt raus sozusagen. Das letzte Wort bekommt natürlich der Jim. Bei ihm geht es natürlich auch nächste Woche auf dem Kanal weiter. Der Link ist dazu in der Beschreibung. Also schaut da vorbei. Und das war es jetzt. Mein Name ist MeaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao. Ich habe das letzte Wort, aber ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns nächste Woche auf meinem Channel. Macht's gut, bis dann. Bye.